Techniksalon. Im heutigen Review nehmen wir uns die externe SSD-Festplatte My Passport von Western Digital vor und klären, ob sich solch eine Anschaffung lohnt bzw. für wem diese sinnvoll sein kann. Wir haben hier vor uns die externe SSD-Festplatte My Passport. Sie ist die erste externe SSD aus dem Hause Western Digital. Kurz am Rande, Western Digital ist ein US-amerikanisches Unternehmen und mit der Übernahme von Hitachi und SanDisk wurde WD eines der global führenden Speicheranbieter. Aber zurück zur My Passport. Für das heutige Review habe ich die 512 GB Variante hergenommen. WD gewährleistet auf ihrem My Passport eine Garantie von 3 Jahren. Das Besondere am Lieferumfang, was mir persönlich sehr gut gefällt und sich dadurch von anderen Festplattenherstellern unterscheidet, ist die WD Backup und Security Software, die sich bereits auf der Festplatte befinden. Denn daran merkt man, dass WD der Spezialist in Sachen Datenschutz und Datensicherheit ist. Beim ersten Auspacken der Festplatte sieht man gleich, wie klein, leicht und handlich überhaupt der portable SSD ist. Zusätzlich sind im Lieferumfang neben der portablen SSD ein USB-C-Kabel und ein USB-A-Adapter für all diejenigen, die keinen Type-C-Anschluss haben. In der My Passport haben wir USB 3.1 verbaut. Doch betrachten wir mal uns die Festplatte genauer an. Die My Passport fühlt sich haptisch und äußerlich hochwertig an, jedoch zweifle ich leicht an der Stabilität. Denn WD beschreibt, dass die Festplatte Stürze von 2 Metern aushält. Ich persönlich würde es nicht drauf ankommen lassen, denn das Festplattengehäuse besteht größtenteils aus Plastik, auch wenn hier auf einer Seite ein optisches Alugehäuse vorgegaukelt wird. Aber vielleicht irre ich mich auch hier beim Material. Zudem muss ich sagen, dass die glänzende Seite Fingerabdrücke förmlich anzieht. Der mitgelieferte USB-C-Kabel ist von der Länge her ausreichend und dick. Dies hat einen Vorteil, dass dieser nicht so leicht kaputt geht, jedoch kann man ihn nicht so leicht in die richtige Richtung biegen. Die My Passport SSD gibt es in den Kapazitäten 256 GB für einen Preis von 123 Euro, die 512 GB Variante für 208 Euro und die 1 TB Variante für 406 Euro. Aber die Preise schwanken von Tag zu Tag, beispielsweise habe ich meine 512 GB Version auf Amazon für 170 Euro gesehen. Zugegebenermaßen ist es ein sehr teurer Speicher pro Gigabyte, wenn man diese mit einer gewöhnlichen externen Festplatte vergleicht. Denn von WD kriegen wir beispielsweise eine 6 TB Festplatte für 200 Euro. Sprich, für den gleichen Preis kriegen wir 30 mal so viel Speicher wie bei der SSD My Passport. Was uns auch zu der Frage hinleitet, was überhaupt die Vorteile einer externen SSD wie beispielsweise der My Passport überhaupt sind. Die große Stärke und das Hauptkriterium für eine portable SSD gegenüber einer herkömmlichen externen HDD-Festplatte ist einfach die Schnelligkeit. Denn SSDs können um ein Vielfaches schneller lesen, schreiben und Daten verarbeiten. Ich habe die My Passport einen ausgiebigen Benchmark-Test unterzogen. Vom Hersteller werden Transfergeschwindigkeiten bis zu 515 MB pro Sekunde angegeben. Meine getesteten Werte wichen ein bisschen ab. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass ich nicht extra bei dem Test meine Festplatte formatiert habe und etwa 30 GB schon belegt sind. Im Durchschnitt kam ich bei Daten von 1 GB auf eine Schreibgeschwindigkeit von 350 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von 430 MB pro Sekunde. Bei dem Test von 5 GB Daten kam ich auf Schreibgeschwindigkeiten von 300 MB pro Sekunde und Lesegeschwindigkeiten von 418 MB pro Sekunde. Zusätzlich habe ich den AS-SSD Benchmark Test laufen lassen, der mir Zugriffsgeschwindigkeiten um die 0,16 Millisekunden ausgab. Außerdem betrugen die Kopiergeschwindigkeiten bei 1 GB Dateien um die ca. 4 Sekunden. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die Geschwindigkeiten ordentlich sind. Im Vergleich zu anderen portablen SSD wie beispielsweise der Samsung T3 und der SanDisk 900 schlägt sich die My Passport ganz gut. Beispielsweise braucht die My Passport beim Schreiben von 20 GB Kopien fast genauso lange wie die Samsung T3, jedoch beim Leseprozess ist sie um wesentlich schneller. Natürlich ist die wesentlich teurere SanDisk um einiges schneller. Auch bei kleineren Dateien ist wiederum die T3 ein bisschen schneller. Solche schnellen Datentransfergeschwindigkeiten haben verschiedene Vorteile. Der erste liegt ganz klar auf der Hand. Man spart sich einfach Zeit beim Umherkopieren und Lesen von Dateien. Aber ein wesentlicher Vorteil solcher Geschwindigkeiten besteht direkt auf der Festplatte arbeiten zu können. Beispielsweise habe ich dieses Video direkt von meiner My Passport geschnitten, ohne irgendwelche Verbindungsprobleme gehabt zu haben. Sprich, man muss die Videodateien nicht auf dem Rechner unterbringen und die Ressourcen des Rechners verbrauchen, sondern kann direkt auf der Festplatte arbeiten. Ein weiteres Kriterium für die SSD My Passport ist einfach die kompakte Größe, denn wenn man sie mit den herkömmlichen Festplatten vergleicht, ist diese um ein Vielfaches kleiner.
Man kann fast sagen, dass sie kaum größer als ein USB-Stick ist. Damit passt sie in jede noch so kleine Hosentasche. Das macht sie vor allem für diejenigen attraktiv, die viel unterwegs sind. Im Allgemeinen hat die elektronische Bauweise einer SSD große Vorteile gegenüber der HDD, die mechanische Bauteile verbaut hat. Beispielsweise verbraucht das Antreiben der mechanischen Bauteile einer HDD viel mehr Strom als wie bei einer SSD. Und das verkürzt natürlich die Akkulaufzeit eines Laptops. Außerdem sind die hartmagnetischen Scheiben störanfälliger als wie die elektronischen Bauteile einer SSD. Sprich, man hat bei einer HDD ein höheres Risiko eines Datenverlustes. Kommen wir aber zum Fazit der portablen SSD My Passport von WD. Wer einfach nur Speicher braucht oder Kapazitäten erweitern will und auf die Geschwindigkeiten keinen Wert legt, der braucht solch eine SSD noch nicht und kann noch beruhigt auf die herkömmlichen Festplatten zurückgreifen. Denn bereits für weniger Geld kriegt man um ein zigfaches mehr Speicher. Für Personen, die Videos schneiden, Fotos bearbeiten oder viele Dokumente erstellen, kann solch eine SSD eine feine Sache sein. Denn dieses kleine Speichermedium kann im Alltag sehr hilfreich sein. Zudem erspart es einem enorm viel Zeit. Zusätzlich kann ich es vor allem Notebook-Anwendern ans Herz legen, die sehr viel unterwegs sind und begrenzten Speicher haben und vielleicht öfters mal keinen Netzanstecker anschließen können. Denn genau in diesem Einsatzgebiet ist eine externe SSD ein sehr zuverlässiger und sicherer Begleiter. Zur My Passport von WD selbst kann ich eine klare Empfehlung aussprechen. Die Zugriffszeiten und das hohe Kopiertempo sind top und können mit der etwas teuren Samsung T3 mithalten. Von der Verarbeitung finde ich persönlich die T3 wegen dem Aluminiumgehäuse stabiler, jedoch ist die My Passport dafür um einiges leichter. Im Allgemeinen ist die Bauweise sehr klein und somit komfortabel für den Transport. Der Gigabyte-Preis für eine SSD finde ich im Allgemeinen zum jetzigen Stand noch etwas teuer. Aber die Tendenz zeigt, dass der Gigabyte-Preis immer günstiger wird. Wenn euch das Video gefallen hat und euch die Informationen geliefert hat, nach denen ihr gesucht habt, dann seid doch so freundlich und gebt mir einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mich auch abonnieren und mir Kommentare und Anmerkungen dalassen. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Techniksalon.